Ich möchte Sie heute mitnehmen zu einem Rundgang über die Norwegian Getaway. Das ist das neueste Schiff von Norwegian Cruise Line und fast baugleich zur Norwegian Breakaway, von der wir ja auch schon ein Video haben. Heute möchten wir uns aber ein bisschen mehr konzentrieren auf den Sport- und Entertainment-Bereich. Das kommt mir eigentlich auch ganz gelegen. Ein Muss bei einem Besuch der Norwegian Schiffe ist natürlich die Kletterwand. Die muss man einmal geklettert sein. Aber ich mache mich jetzt mal auf den Weg in den Ropes Course, den Hochseilgarten. Ein bisschen Sport macht natürlich schon Sinn bei dem guten Essen an Bord. Und im Anschluss erholt man sich perfekt im Mandara Spa. Falls Sie mal Ihre Kinder suchen sollten, die finden Sie bestimmt im Kinderbereich. Beste Unterhaltung für Kinder zwischen 3 und 17 Jahren ist garantiert an Bord. Was gibt's im Headliners? 2 Allround-Pianisten und ihre Lieblingssongs. Tanzen und Mitsingen ist erwünscht. Jazz- und R&B-Fans kommen bei der Grammy-Erlebnisshow auf ihre Kosten. Und die wirklich coole Band im Atrium macht anscheinend auch einen ganz guten Job. Ehrlich gesagt bin ich ja nicht so der große Tänzer, aber die Tanzshow Burn the Floor hat mich wirklich begeistert. Mein persönliches Highlight an Bord war definitiv die magische Dinnershow im Illusionarium. Das Konzept von Norwegian Cruise Line heißt Freestyle Dining. Kurz zusammengefasst, Sie können essen, wann Sie wollen, wo Sie wollen und mit wem Sie wollen. Es gibt ein Buffet-Restaurant an Bord, das ist das Garden Café. Und es gibt 3 à la carte Hauptrestaurants, die alle im Preis inklusive sind. Und dann gibt es noch die fantastischen Spezialitätenrestaurants. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es im Atrium Café kleine Leckereien und einen heißen Kaffee. Und kühle Cocktails genießen Sie in der Eisbar. Ich finde die Norwegian Getaway super. Also ein Traumschiff, ein wunderschönes europäisches Interieur, gedeckte, schöne Farben, tolle Möbel und besonders die riesige Auswahl an tollen Restaurants und Bars und das Freizeitangebot mit dem Hochseilgarten, den ich noch nie gesehen habe und den wirklich spektakulären Rutschen. Also ich finde es wirklich ein tolles Produkt. Und die Erinnerungsfotos an eine tolle Reise kann man sich bequem direkt am Computer anschauen.